Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, ich habe mir mal wieder eine kleine Sammlung gegönnt. Wie viel Wert sie hat, erfahrt ihr am Ende des Videos, beziehungsweise wie viel ich bezahlt habe und was wir hier drin finden, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, ein weiteres Mega-Opening, das diesmal nicht gespendet ist. Nein, ich habe es gekauft, aber ich würde sagen, es ist wohl das zweitkrasseste Opening auf meinem Kanal, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Es gibt nur ein Opening, das krasser war, da habe ich damals für einen Ordner 50 Euro bezahlt und da war Stardust in Ghost First, Black Rose Dragon Ghost First drin. Ich glaube, das ist schwer zu toppen, aber das hier ist auch wirklich echt krass. Also natürlich nicht die wertvollste Sammlung, die ich mir gekauft habe, ich habe auch schon eine 7500 Euro Sammlung gekauft etc., aber ich habe auch ein entsprechendes Geld dafür bezahlt. Hier ist es so, dass ich einen verschwindend geringen Betrag gezahlt habe im Verhältnis zu dem, was da an Wert drin steckt. Ohne Witz, Leute. Und ja, es ist jetzt so, der liebe Absender hat vergessen, mir einen kleinen Teil der Sammlung zu schicken. Den schickt er nach. Das heißt, ich werde das Video wohl auf zwei Etappen aufnehmen müssen. Ihr seht das Video natürlich als Ganzes, aber das bedeutet halt, dass sich der Upload ein bisschen verzögert. Also eigentlich hätte dieses Video jetzt schon am Sonntag kommen sollen. Also letzten Sonntag, ich weiß jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich nicht, wann die Nachsendung kommt. Dementsprechend kam wohl letzten Sonntag dann die Folgesammelkarten-Check mit den teuren Karten. Und ja, die hier kamen natürlich nicht so an, die waren auch in einem Karton, den ich schon mal aufgemacht habe, weil den hätte ich hier nicht drauf bekommen. Und ja, wir wollen das Ganze jetzt mal auspacken und gehen das dann Step für Step durch. Ja, wir fangen an mit der Legendary Hero Dex Box. Schade, dass sie so zugeklebt ist. Die hätte ich gut gebrauchen können für meine Magnethalter. Im Übrigen, bitte, versendet das nicht so. Nicht so. Niemals. Niemals einfach hier so eine Box zukleben und so mit der Post verschicken. Wie oft sind schon ein paar Päckchen deswegen weggekommen? Ja, es gibt genügend Langfinger, die dann sehen, oh, Yu-Gi-Oh! Ja, sammle ich auch. Nehmen wir mal mit. Ist mir auch schon passiert. Niemals so versenden. Wirklich, versendet es immer in einer neutralen Packung. Und wenn ihr es schon so versendet, einziger Kritikpunkt heute, dann wickelt es doch bitte vorher in Backpapier ein oder irgendetwas, das das Ganze neutral macht. Das ist kacke. Das ist wirklich kacke. Aber gut, wir haben es bekommen. Es ist nicht abhanden gekommen. Nur der Postbote hat mich ein bisschen angeguckt, als wäre ich nicht ganz knusprig. So, wir haben diese nette Deckbox am Start und was wir hier drin finden werden, ich weiß es selber noch nicht, ich habe jetzt hier noch nicht reingeguckt. Ich habe tatsächlich schon ein Päckchen reingeguckt, weil ich sowieso wusste, was drin war von den Bildern und das ist das hier gewesen. Vom Rest habe ich keinen blassen Schimmer. Aber von dem, was ich von den Bildern gesehen habe, weiß ich, dass da immens Wert drin ist, wirklich. Und das, was noch kommt, das ist auch richtig viel wert. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Highlights legen wir, wie gesagt, raus. Sollte es denn überhaupt welche geben in dieser Box hier? Eieiei. Ja, Dark Lore war auch mal was wert in Super Rare aus dem Structure Deck. So, da haben wir hier Nordische Aszendent Gulveig, falls das ausgesprochen wird. Der ist jetzt natürlich nichts wert, der kommt eben hier aus diesen Decks, war eine Promo, ist ein paar Cent wert, ja, das ist ja dieses Nordische Deck gewesen. Fand ich cool, dass das mal ein bisschen Support bekommen hat. Aber ja, genau, und da wurde auch Bielse richtig downgegradet, wenn man so möchte. Von Gold Secret hat er noch einen Secret Rare Reprint bekommen, war auch cool. Und jetzt hier was kommen, finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir Extra Held Wanda Driver. Ja, den finde ich richtig cool vom Design her, den Extra Helden. Mega nice. Finde ich auch cool, dass er den englischen Namen so behalten hat. Dann haben wir Extra Held Dread Decimator. Hatte ich damals schon vor langer Zeit, bevor die hier rausgekommen sind, in Ultra Rare aus Japan. Den habe ich jetzt natürlich ausgemustert aus Japan, weil jetzt gibt es den ja auf Deutsch. Hier gleich zweimal, auch mega cool. Dann haben wir Beelzeus von den Diabolischen Drachen. War damals eine Manga-Promo aus den USA. Habe ich auch ein paar Stück in Ultra Rare, sehr cool. Schrottdrache war auch eine Ultra Rare aus SOVR, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist aber auch eine coole Karte an sich. So, jetzt haben wir das erste
Deck, glaube ich mal. Dann haben wir den Aufsteigender Himmelsdrache, was ursprünglich tatsächlich eine YCS-Preiskarte war. Habe ich auch ein paar. Habe ich tatsächlich die originalen Ultras und auch die Super Rares noch und nöcher natürlich. Mega cool, Korallendrache, damals eine Secret Rare Dark Illusion gewesen, ging damals auch ein bisschen was. Bilzois von den Diabolischen Drachen, haben wir wieder den Extra-Helden. Gehen wir hier mal ein bisschen durch. Oh, nice. Schicksalsheld Malicious. Schicksalsheld Malicious geht, glaube ich, 1 Euro in etwa. Ist aber jetzt noch kein Highlight, wo ich sagen würde, müssen wir unbedingt rauslegen. Na, da haben wir nochmal ein Schicksalsheld Malicious, mega cool. Schicksalsheld Disc Commander war ja lange auf der Banlist. Ich weiß gar nicht, ist der immer noch auf der Banlist? Bin mir gerade nicht sicher. Aber es gab lange nur einen einzigen Holoprint in Super Rare, von dem aus so einem, ich glaube, WC-Promo, also so eine World Championship Promo, bin mir gerade nicht sicher. Fusionsschicksal, einfach mal das Dark Neostorm zwischen reingehauen, auch cool. Scheint wohl doch ein bisschen mehr durcheinander zu sein, als ich gedacht habe. Dann haben wir Schicksalsziehen, auch eine schöne Karte für die Helden. Damals auch im Premium Pack, glaube ich, oder im Duelist Pack als Secret Rare drin gewesen. Nochmal Schicksalsziehen. Und dann haben wir hier das erste Deck. Ich lege das mal gleich wieder hier rein. Das ist gleich wieder aufgeräumt. So, dann haben wir natürlich das Phantomritter-Deck, auch mega nice. Die Phantomritter der zerbrochenen oder des zerbrochenen Schwertes. Haben wir hier zweimal. Dann haben wir Nummer 86 heroischer Champion Rongum. Oh Gott, den kann doch kein Mensch aussprechen. Ich lasse es mal. Dann haben wir nochmal den Korallendrachen, nochmal aufgestiegener Himmelsdrache oder aufsteigender Himmelsdrache. Nochmal den nordischen Aszendenten. Also hier ist alles ein bisschen durcheinander. Nordisches Ungeheuer Tangrisnir. Auch eine coole Karte, also die nordischen Elfen finde ich sowieso cool. Ja, schwarzes Loch, nochmal als Ultra Rare, ob es das wirklich gebraucht hat. Naja, es sei mal dahingestellt. Dann haben wir nochmal Tangrisnir. Also die Holos wiederholen sich wohl in den Decks relativ oft. Das scheinen wohl mehrere Decks zu sein, die er hier drin hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Kopien von drin waren. Ich habe mir das Set ja nie gekauft. Aber ich weiß nicht, wie das aufgeteilt war. Dann haben wir hier nochmal was von den Phantomrittern. Das ist genau das Link-Monster. Die rostige Badische, falls das so ausgesprochen wird. Haben wir hier zweimal. Oh, Livia, der Meeresdrache. Gab es auch als Ultimate Rare, war damals einiges wert. Finster Rebellion Xyz-Drache, ja, jetzt ist er. Tiefer sinken geht es ja nicht von der Rarität her. Schauen wir mal. Machen wir mal Lucky Lucky hier. Was? Oh, auch cool. Kagemucha-Ritter. Den gab es früher nur aus der. Oh Gott. PRC-Tin in Secret Rare sah echt mega cool aus. Also, ich finde das Artwork halt mega nice von dem, so schön schlicht. Jetzt hat er hier wohl sein Reprint und. Oh, Zwillingstwister. Das ist eine gute Karte. Das ist eine richtig gute Karte. Ich lege mal hier das Zeug hier schon mal rein. Zwillingstwister geht 2,50 Euro in etwa aktuell. Ist dementsprechend Highlight. Das legen wir uns mal raus. Ja, ist halt eine nette Karte, die man mal mitnehmen kann. Dann haben wir hier die Phantomritter der Nebelklauen. Die ist jetzt wiederum nix wert. Und ja, da haben wir zu guter Letzt nochmal einen Zwillingstwister. Da haben wir hier schon mal 5 Euro aus der Box rausgeholt mit dem Malicious. 5, 6, 7 mit den anderen Holos vielleicht zusammengerechnet. Ah, vielleicht so 8 Euro. 8 Euro in etwa. Denke ich, ist doch ein realistischer Preis. Also schon mal 8 Euro in der Box. Ungefähr eine mega coole Sache. Wir machen jetzt direkt die andere Box auf und nehmen dafür auch gleich eine der Gold Sarkophago Tins. Okay, so. Da liegt einiges oben dran. So, und dann schauen wir mal. Kamen. Parallel-Twister, der geht, glaube ich, nischt. Elemental, Prisma, Rangsteigungszauber, Oh, Slifer! Slifer, the Sky Dragon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber der ging, glaube ich, auch irgendwie 4 Euro sowas in der Richtung als, ich glaube, unlimitierte Variante. War damals immens teuer, 30 Euro oder was der gekostet hat als First, aber hier, 4 Euro, denke ich mal. Ein paar Euro geht auf jeden Fall. Die legen wir mal raus. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Bin gespannt, ob wir auch die anderen Götter drin finden. Dann haben wir den Universaladapter aus Flames of the Storm. Oh, cool. Guckt euch das mal an. Der Leister der Beschwörer des Wahnsinns. Die geht auch so um die 6, 7 Euro in die Richtung. Mega cool. Aus Shadows of Valhalla. Eine der teureren Karten des Sets. Da gibt es ja nur noch wenige, die natürlich ein bisschen was. Ich finde das Design einfach unglaublich cool.
Einfach unglaublich cool. Eine schöne Karte fürs Thema. Mega nice. Und da haben wir auch gleich die nächste coole Karte, nämlich Instant Fusion. Instant Fusion aus Fusion Enforcers. Die geht auch so 2,50 bis 3 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich vielleicht nochmal nachgucken bei Gelegenheit. Also es kann natürlich sein, dass die Preise, die ich hier nenne, jetzt nicht hundertprozentig stimmen, aber sie gehen auf jeden Fall in die Richtung, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Super Rare, wie gesagt, mega cool, legen wir uns auch mal raus. Dann haben wir Spiegelkraft, Nummer 39 Utopia, Kastell der Himmelsprenger Musketier. Oh, und eine Ultimate Rare, Bujintai Susanovo. Oh Gott, was könnte der noch? Also ein paar Euro geht auf jeden Fall. Hier als erste Auflage, auch in einem recht guten Zustand, wie ich das jetzt hier durch den kleinen Kamerabildschirm erkennen kann. Ich würde sagen, vom Wert her legen wir hier auch so zwischen 4 und 6 Euro. Ich rechne das natürlich nach dem Video nochmal nach und kann euch dann einen genaueren Preis zumindest zu allem sagen. Sehr schön, den legen wir uns auch raus. Ist natürlich eine Ultimate. Eine Ultimate gehört natürlich raus, ist ja vollkommen klar. Dann haben wir hier noch einen kleinen Stapel. Da haben wir hier Umarmung der Valkyrie aus Dark Neostorm, als Ultra Rare, die gehen aber nix. Hexwerker, Meisterstück, Logenflamme, oh ja, nochmal Susanovo in seinem allseits beliebten Platinum Secret Rare. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass diese Karten tatsächlich in 20 Jahren mal einiges wert sein werden, weil erstens sind diese Karten nicht sonderlich beliebt, das heißt, sie werden aktuell, werden sie einfach hinterhergeworfen, die Tinboxen wurden auch nicht so in dem Umfang gekauft, natürlich schon einige 10.000, sehr klar, aber sie waren einfach nicht so beliebt, auch aufgrund der Promos. Und diese Rarität ist auch noch relativ selten, da es nur 4 Karten in der Rarität im TCG gibt. Und das sind einfach ein paar Grundvoraussetzungen, wo ich sage, diese Karte könnte irgendwann mal was wert sein. Wenn ihr welche besitzt, schafft sie euch aus den Augen, aber behaltet sie wirklich. Es könnte sein, dass wirklich mal da ein gewisser Wert entsteht. Und dann ist es auch wieder älter und dann finden es die Leute auch wieder cool. Das ist einfach immer so. Dementsprechend, die behalte ich auf jeden Fall. Tja, ein paar Comments. Oh, mystische Mine, Mystic Mine, die geht auch 3 Euro. Das ist eine Dark Neostorm, Super Rare, unglaublich viel an Wert für eine Super. Die legen wir uns natürlich auch raus. Mystische Mine, sehr cool. DDD Flammenkönig Genghis und Logenflamme. So, dann schauen wir mal, was wir hier aus der Tinbox. Oh, das einzig Schlechte an der Tinbox, dass die so klein ist, ist, man kriegt die Karten halt wirklich nur sehr unbequem raus. So, jetzt kommen her. Gut. Dann gucken wir mal. Da. Comments. So, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, ich habe mal nach... Ah ja, genau. Ich hatte nachgefragt und er meinte, ja, hier, Cummins und Holos sind in den Tinboxen wohl ziemlich durcheinander. Hexwerkerin Pottery, Hexwerker Meisterstück. Oh, gehen wir mal schneller durch. War früher auch mal eine sehr wertvolle Karte. Geheimnis Dorf der Hexer aus seinem Originalset. Ist jetzt hier der Reprint. Ich glaube nicht mal der einzige. Ich glaube, der hat 2 Reprints mittlerweile bekommen. Pitore. Endloskette. OW aus Infinity Chasers. Schottmann. Ganz schön chipslettig unterwegs hier. Gehen wir hier mal durch. Vielleicht finden wir irgendwas, was den einen oder anderen Euro wert ist. Bei den Einbildungsunterwäldern weiß ich nicht. Ich glaube, die sind nicht mehr so relevant. Früher wären die vielleicht noch den einen oder anderen Euro wert gewesen. Das kann man aber, glaube ich, jetzt nicht mehr. Zombino, eine coole Kamen auf jeden Fall. Mega nice. Zombino finde ich ja auch übel cool. Und diese, wie heißen sie nochmal? Diese neuen Ritualmonsterkarten hier, diese brennende Kerze, die wir gerade gesehen haben. Hagert, wie heißen sie denn? Irgendwie Wichtel. Wichtel, irgendwie sowas. Die finde ich sowieso mega, mega nice. Auch cool, die Gwotza, König der Schwerindustrie, jetzt auch als Super Rare Reprint. Inwiefern das dem Super Rare Replika Print der Preiskarte geschadet hat, weiß ich nicht, aber die wird wahrscheinlich trotzdem noch einige 100 Euro gehen. Trotzdem ist es eine schöne Alternative, wenn man es dann unbedingt in derselben Rarität haben möchte und das Set nicht so wichtig ist. Das ist eher so Bulk, wenn man so möchte. Bulk. Jetzt haben wir hier 2019er Low Rare Stuff. Also ich sehe schon in der Tinbox, da wird uns wohl nichts allzu krasses erwarten, wenn man so möchte. Die hier, ne? Wusste gar nicht, die hat den Reprint in Kamen bekommen. Die gibt's ja auch als Sneak Promo und Ultra Rare. Ich hab sie einfach nicht. Niemand wollte mir diese Karte geben. Ich kann's nicht so viel fressen, wie du kotzen willst. Ohne Witz, ich finde die Karte so cool. Dann schauen wir mal. Ja, da haben wir es doch. Mantrawichtel heißen die, genau. Mantrawichtel. Jetzt ja. Das ist jetzt alles
Hier moderner Low-Rare-Käse. So, aber wir haben hier auch schon wieder ein bisschen was an Wert rausgezogen. Ja, das ist auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Vor allen Dingen Aleister freut mich, von dem habe ich noch gar nicht so viele. So. Dann, ouch, 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 ouch. Dark Paladin, der dermaßen abgeranzt ist, dass er wahrscheinlich nicht mehr 1 Euro wert ist. Aus dem Duelist Pack Yugi tatsächlich noch der Originalprint, wenn auch schon ein Reprint damals. Oh, schaut euch das mal an. Oh, das tut ja glatt weh, den legen wir uns mal beiseite. Oh, nee, da will ich gar nicht hingucken. Das tut ja in der Seele weh, wenn man das sieht. Halleluja, also sowas Abgeranztes sieht man wirklich selten. Aber so war das halt damals mit den Karten, ne? Auch heute teilweise noch, und man sieht es halt heutzutage nicht mehr so oft, dass Karten so dermaßen zerstört sind, weil halt auch jüngere Leute, die vielleicht trotzdem nicht so sehr Acht drauf geben, schon Hüllen verwenden, die sie dann wiederum nicht so pfleglich behandeln, aber da werden die Karten halt gar nicht mehr so stark beschädigt wie früher halt, wenn man sich die Karten dann ohne Hülle in die Hosentasche gesteckt hat. Ja, Waschmaschinen Rare, wer kennt's nicht? Und ja, also... Wie gesagt, ihr seht hier ganz, ganz viel MP19 Bulk. Ja, nichts Spezielles oder Erwähnenswertes. Ja, ich kriege übrigens noch eine Sammlung rein. Die sollte heute am Samstag, wo ich das aufnehme, versendet werden. Die wird mich in etwa 200 Euro kosten. Also da bezahle ich dann schon eher das, was sie wert ist. Und ha, da werden einige Karten drin sein, nach denen sich unser lieber Platinum Collectibles in jeder Bulk-Sammlung die Finger leckt. Wenn ihr ihn kennt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, von welcher Kammen ich hier spreche. Und die ist ja, glaube ich, gleich 4-mal drin oder so. Richtig cool. Doppelbeschwörung, ja, war damals auch ein bisschen was wert. Ich glaube aber mittlerweile nicht mehr. Vielleicht noch 50 Cent, aber keine 1-2 Euro mehr, wie es eben vorher war. Am Anfang, früher, vor einem halben Jahr, meine Güte. Okay, aber das sind jetzt wieder so, ich glaube, modernere Prints älterer Karten. Oh, aus irgendwelchen Structure Decks. Ölmann, ja. Ölmann war auch eine coole Karte. Der noch so ein bisschen Oldschool-Feeling ausgestrahlt, wie ich finde. Okay, der popelnde Frosch, den finde ich sowieso so ein bisschen... Gut, okay, also haben wir die Box auch durch. Dann schauen wir uns gleich die zweite Box an. Und gucken mal, ob wir hier ein bisschen mehr krassen Stuff rausziehen können. So, dann, oh Gott, was nehmen wir? Da ist ein Toploader, da ist ein Toploader. Sind doch Highlights drin, wer weiß. Den lege ich mal kurz zur Seite. Und dann haben wir Nummer 10, Illumio. Wow, da geht's gleich los. Finstere Rebellions-Xyz-Drache. Aus Next oder New? New Challengers hieß die, glaube ich. First Near Mint. Geht so um die 18 Euro. Mega. Mega cool. Den legen wir uns auf jeden Fall raus. Wenn das kein Highlight ist, dann gibt's keine Highlights. Comic Held, König, Arthus, Klingenrüstungs-Ninja, Standzeichenkundler, Omega. Und Bujentai, Kagutsuchi. Ja, mega cool. Ein Ultimate Rare. Auch First dürfte auch so seine 5, 6 Euro wert sein auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall über 4 Euro. Das ist vollkommen klar, den legen wir uns auch raus. Wie lange hatte ich schon keine Sammlung mehr, wo richtig viele Ultis drin waren. Sehr cool. Bruderschaft der Feuerfaust, Tigerkönig, auch in der Bär-Rarität. Geisterschnitt und Winterkirschblüten, früher noch ein bisschen was wert gewesen, das Ultra-Rare, mittlerweile nur noch ein paar Cent, also keine Highlights mehr. Und Galaxierung Seiferdrache, ihr werdet euch jetzt denken, was freut er sich über den Galaxierung Seiferdrachen? Kann ich euch sagen, diese Super-Rare aus dem Duelist-Pack müsste das gewesen sein, geht in etwa 7 Euro. Ja, das ist tatsächlich eine der teuersten Karten aus dem Set und die legen wir auf jeden Fall raus, auf jeden Fall. Mega nice. Dann haben wir den mundäugigen Wirbeldrachen, wieder die Nummer 86, heroischer Champion, unaussprechlicher Name. Dann haben wir den Elementarherrscher, Ottergeist Hexia, Elementarheld Schattennebel, maskierter Held Koga und Bujintei Tsukuyomi. Die war damals richtig teuer, so richtig teuer. Und dann hat sie in BLLR, glaube ich, war das, ein Reprint in Ultra Rare bekommen, ist dann natürlich im Preis extrem gesunken und hat auch, glaube ich, heute nicht mehr die spielerische Relevanz. Aber schöne Ultimate Rare aus Legacy of the Valiant wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen Euro gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier in dem Toploader drin ist. Ich hole hier mal die Karten raus. Und wir haben... die teuerste Karte aus Shadows Over Valhalla. Ritter Valkyren geht in etwa 10... What?
10 Euro pro Stück. Das sind allein schon 30 Euro. Geil. Ich werd nicht mehr. Dreimal Ritt der Walküren als Playset. First Nirmend aus Shadows Over Valhalla. Die teuerste Karte aus dem Set. Wir brauchen uns das Display gar nicht mehr kaufen. Ist das nicht mega nice? Das sind natürlich Highlights, die wir gerne mitnehmen. Also allein das, was wir jetzt hier rausgelegt haben, aus dem einen Stapel. Alter, das sind fast, wenn ich gar über 50 Euro, Leute. Über 50 Euro. Krasser Shit. Krasser Shit, ey. Alter Schwede. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Da. Okay, die sind bedauerlicherweise speziell die hier nicht mehr in so einem guten Zustand. Das sind diese ganzen Märchenkarten, die wir nochmal Geisterschnitter. Unterdackungsübernehmer, auch eine gute Kammen. Gab es ja auch einige Holoprints nachfolgend. Anki. Asset war damals, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Dunkles Gesetz, super. Okay, so. Ja, wollen wir uns mal anschauen, was wir hier drin haben. In dieser Box. Wenn meine Wurstfinger das hier mal rauskriegen. So. Und da geht es natürlich weiter mit Kamenbull. So, nichts Erwähnenswertes. Ah, die Wiedergeburt der Wiedergeburt. Gibt es auch in Ultra Rare als Sneak Promo. Ich weiß nicht. Die Sneak Promos, da hinke ich immer so ein bisschen hinterher. Die kriege ich immer kaum. Das finde ich voll. Oh, nice. Zerziel, Herrscher des Bösauges. Mega nice. Aus Infinity Chasers. Ich habe ja damals zwei Displays aufgemacht und habe so schlecht gezogen, dass ich wirklich das, ich habe das nicht mehr hochgeladen. Ja. Fand ich wirklich schade. Ich hatte in keinem dieser beiden Displays auch nur eine Bösaugen-Monster-Karte. Also die Secret Rare. Es gibt ja den hier und es gibt noch dieses Effektmonster. Das Effektmonster, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, das ist tatsächlich noch so 6, 7 Euro wert, glaube ich. Er hier geht es nur noch um ein paar Cent. War aber damals auch etwas teurer. Und ja, das sind Shortprints meiner Meinung nach. Also ich habe schon viele Display-Openings von Infinity Chasers gesehen und die hier sieht man wirklich extrem selten. Also ich behaupte jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht offiziell ist, dass die auf jeden Fall wesentlich shorter sind als alles andere und das ist für mich auch ein Highlight, obwohl es nichts wert ist, weil ich diese Karte einfach vom Design her so dermaßen am Abfeiern bin. So, wie lege ich das denn jetzt hin? Jetzt machen wir das mal so. Und ja, dementsprechend muss das natürlich raus. Magische Zylinder, Reich der Gefahr. Okay, jetzt haben wir hier wieder Bulk. Kamenz. Gut. Kommen wir zum nächsten Part. Da haben wir jetzt wieder, oh ja, ganz viel aus. Oh, cool. Schau euch das mal an. Schwarzflügel Panzermeister aus den nicht Duelist Packs, wie heißen sie jetzt? Ist eigentlich genau das gleiche. Aus den Legendary Duelist Packs, genau. Mega cool, der geht so um die 5-6 Euro, den legen wir uns auf jeden Fall raus. Ist in meinen Augen ein absolutes Highlight. Sehr cool. Schöner Blackwing. Dann haben wir Bujin Mikatsushi. Ich glaube, der ging auch ungefähr 2 Euro. Wir legen ihn mal vorsichtshalber raus, ich bin mir nicht sicher, aber irgendeiner von denen ging 2 Euro. Ich glaube, es war der. Yamato geht nicht. Ich glaube, der ist Ami vom Finish her. Mag ich nicht. Ich mag keine Ami-Leute. Hirume dürfte auch 1-2 Euro gehen. War eine der besseren Ultra-Rares aus Prio. Primal Origin war das, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Legen wir mal hier hin. Das legen wir mal dahin. So. Dann haben wir nochmal Yamato. Also ziemlich viel Bujin-Stuff und kaputte Kamens wohlgemerkt. okay, dann haben wir ein Netzwerk-Fallgruppe aus Flames of Destruction. Nix wert. Pendel Paradox dürfte auch nix wert sein. Roter Neustart war früher die teuerste Kamen aus Flames of Destruction. Über 1 Euro mittlerweile natürlich nicht mehr. Speziell auch wegen dem Secret Rare Reprint in der Megaton 2019. Ja, und hier diese ganzen Bösaugen, ich finde sie halt einfach mega cool. Das ist so ein Thema, das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. So, dann schauen wir mal weiter. Also es ist wirklich sehr durchwachsen. Immer wieder mal Cummins und Rares, dann wieder ein paar Holos. Valkyren. Aua. Der wäre niemand vielleicht auch ein bisschen was wert gewesen, aber der ist halt wirklich auch komplett durchgekaut. Schnell weg damit.
Das wollen wir uns jetzt nicht weiter antun. Aber gut, solche Karten sind in Sammlungen halt einfach auch dabei. Das gehört dazu. So, hier sieht es jetzt wieder nach Holos aus. Au, nice. Mystisches Ungeheuer Schakal König. 2,50 Euro das Stück in etwa. So, Pi mal Daumen. Nochmal einmal, zweimal, ich weiß nicht. Die will ich mir jetzt nicht als Highlight rauslegen. Aber die gehen auf jeden Fall auch einiges. Schauen wir mal weiter. Da haben wir auf jeden Fall schon mal hier ungefähr 5 Euro. Mega cool. Oh, nochmal. Mega cool. Nice. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Da hat man ganz schnell mal ein paar Euro zusammen bei sowas. Ja, gefällt mir gut, dass da so viele... Nochmal einer. Mega cool, dass da so viele drin sind. Der ist halt auch relativ spielstark. Der einen... Krass. Der einen Reprint bekommen... weil er ja damals als Ultra Rare so in die Höhe gegangen ist. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Das müssten über 10 Euro auf jeden Fall sein, die wir hier haben. Mega nice. Dann haben wir hier Nummer 39 Utopia. Ging zeitweise auch mal 1 Euro, mittlerweile aber nicht mehr. Nummer 21 Gefrorene Lady ist übrigens... Hat noch nie einen Reprint gehabt, ne? Solche Karten sind immer tendenziell Karten, die irgendwann in die Höhe gehen. Einfach aufgrund ihrer Relevanz bei Sammlern. Das ist nun mal bei Karten so, die halt keine Reprints bekommen. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch alles? Oh, Max Krieger. Eine schöne Super Rare aus einem alten Holo-Set, aber ich glaube, die ist nichts wert. Aufschlagen auch nicht. Wobei Aufschlagen schon Richtung 1 Euro geht, aber dürfte noch ein bisschen weniger wert sein. Ich will hier wirklich nur Karten rauslegen, die mindestens 1 Euro wert sind. Auch um mir dann später die Nachermittlung des Preises etwas einfacher zu machen. Virgil aus dem Megapack war damals auch ein bisschen was wert. Oh, da ist noch was, das wir uns rauslegen können. Das ist der Sternstaubdrache hier aus der Shadow Spectre Special Edition, glaube ich. Ja, der geht auch noch so 2 Euro in etwa. Genau wie Nummer 74, Meister der Klingen aus Number Hunters. Der geht auch so 1,50 bis 1,70. Und jo, hier wird es wieder ein bisschen teurer, erdgebunden und sterblicher. Apu, ich weiß, den anderen Namen kann ich nicht aussprechen. Chichapak. Was? Chichapak Apu, wenn man ihn so ausspricht. Und das ist wirklich eine Sache. Mittlerweile gibt es einige Karten aus der Legendary Collection 5. Und dazu gehören übrigens diese ganzen Super Rare Prints der Erdgebundenen, die wirklich einiges wert sind. Und der Erdgebundene und Sterbliche, die gehen alle so zwischen 2,50 und 6 Euro. Den legen wir uns natürlich auch raus. Der ist auch ein paar Euro wert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er jetzt 3 oder 4 Euro oder auch nur 2,50 wert war. Aber er bewegt sich auf jeden Fall in diesem Preissegment. Deswegen legen wir die raus. Oh, erdgebunden und sterblicher Chalua. Chachu Chalua. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall der teuerste von denen. Der geht ungefähr 6 Euro das Stück. Richtig krass. Also hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir den erdgebundenen und sterblichen Kusillu. Auch der geht ein paar Euro. Auch den legen wir uns raus. Der Uru natürlich auch. Ja, wie gesagt, diese ganzen erdgebundenen Sterblichen finde ich übrigens cool, dass da alle so drin sind. Zumindest einige von denen, es fehlen hier noch ein paar. Aber die, wie gesagt, die gehen alle ein paar Euro. Das läppert sich zusammen. Die gehen wirklich alle so 2,50, 3, 4, 5, 6 Euro. Und das ist halt eine mega coole Geschichte. Und wenn da halt wirklich auch noch mehr von denen drin sind, dann kriegt man da am Ende ganz schön was zusammen. Und ich würde sagen, jetzt haue ich hier mal die Tinbox weg und dann machen wir weiter mit dem letzten Karton. Ja, der letzte Karton sah jetzt ein bisschen anders aus. Habt ihr vielleicht am Anfang des Videos gesehen. Die Sache ist die, von dem Zeug, was hier drin ist, kenne ich ungefähr 90%. Also ich kenne jetzt nicht jede Karte, die da drin ist, aber fast jede. Denn die waren ursprünglich im Ordner, den er mir angeboten hat. Den Ordner hat er nicht mitgeschickt, weil er halt wahrscheinlich keinen entsprechend großen Karton hatte. Er hat das halt alles rausgeholt. Und dementsprechend weiß ich halt wirklich, was hier drin ist. Ich habe mir das Ganze auch schon durchgeguckt und hatte schon den einen oder anderen Aufnahmeversuch dieser Phase, die wir jetzt hier haben, der ein bisschen in die gegangen ist. Dementsprechend wird das meiste hier drin keine Überraschung sein. Ich weiß, ihr mochtet das nicht. Ich habe das ja früher so gemacht, dass ich die Karten immer schon vorsortiert habe und sie euch dann gezeigt habe, aber für diese Folge muss ich das so machen oder möchte ich das so machen, weil die Folge geht ja so schon extrem lange. Beziehungsweise eben dieses Mega-Opening. Und diese einzelnen Karten immer aushöhlen und durchgucken zur Seite, das nächste Päckchen aushöhlen, das dauert unglaublich lange. Muss man ganz ehrlich sagen. Und es kommt ja noch ein Part danach, also noch quasi eine Box, wo Karten drin sind. Und damit das Ganze jetzt nicht wirklich 1,5 Stunden oder so dauert, habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt so zu machen. Für all diejenigen unter euch, die
mal wieder ungeduldig sind, was die Highlights angeht, habe ich sie halbwegs zusammensortiert. Das ist wirklich sehr, sehr unüblich für ein Mega-Opening. Normalerweise lasse ich mich komplett überraschen, aber da die Überraschung vom Angebot selbst schon flöten war, was das angeht, mache ich das jetzt einfach so. Ja? Weil für euch ist es trotzdem eine Überraschung, ihr wisst nicht, was drin ist. Ja, ich weiß es und mache dementsprechend jetzt keinen Unterschied mehr. Aber wie bereits gesagt, bei den anderen Boxen wusste ich jetzt nicht, was drin ist, deswegen habe ich das da nicht so gemacht. So, und dementsprechend legen wir los. Wir haben jetzt hier ein paar schöne Karten. Also das sind jetzt, würde ich mal sagen, so ziemlich die Highlights des Ganzen. Wir haben hier nämlich zwei Ultis drin, nämlich einmal Thor, Herr der Asen. Ich würde sagen, der ist so, ja, exzellent bis, ja, ich weiß nicht, ob man das noch niemand nennen kann. Also an und für sich ist er in einem guten Zustand, aber er hat hier oben ganz, ganz wenige weiße Stellen. Wert in etwa 6,50 Euro. Ja, den legen wir uns natürlich raus. Als nächste Ulti haben wir wieder einen Susanovo. Diesmal unlimitiert, geht natürlich ein bisschen weniger, aber dennoch den ein oder anderen Euro, versteht sich. Auch eine sehr, sehr schöne Ultimate Rare. Ja, dann haben wir Elschattenpuppe Wendigo, die geht noch so in etwa ein Euro das Stück, habe ich einfach mal mit dazugelegt. Dann hatten wir hier drin noch zwei weitere Chalua, auch mit ungefähr 6 Euro Wert pro Stück, sehr nice. Läppert sich auch wieder einiges zusammen. Ihr merkt schon, wir haben hier schon wieder einiges an Wert zusammengekratzt mit den vier Karten. Und es reißt einfach nicht ab. Also, während ich das Ganze durchgeguckt habe, ich muss sagen, ich bin immer blasser geworden, weil ich habe wirklich wenig dafür bezahlt, Leute. Es ist wirklich wenig gewesen. Wie bereits gesagt, ihr könnt ja mal mitraten. Dann haben wir den rotäugigen Lindwurm, der war eigentlich dreimal dabei. Ich weiß gar nicht, wo der dritte ist. Vielleicht geistert er da drinnen noch rum und ich habe ihn einfach übersehen. Vielleicht liegt er aber auch noch auf meinem Schreibtisch. Auf jeden Fall rotäugiger Lindwurm. Hier zweimal geht auch ein Euro das Stück in etwa. Dann haben wir den Quasar-Schnuppendrache, geht auch 1 bis 2 Euro aus der Legendary Collection 5Ds. Ist halt so, dass der einzige andere Print dieser Karte aus der Jump ist. Aus der Jump kostet er natürlich wesentlich mehr, ich glaube 8 oder 9 Euro. Und dementsprechend ist das so ziemlich der einzige Print der Karte, der so für jedermann wirklich erhältlich ist und der auch einfach zu finden ist. Und dementsprechend ist das natürlich alles ein bisschen teurer. Bin gespannt, ob da mal ein Reprint kommt. Dann haben wir Vulkan, der Göttliche. Ja, da geht glaube ich auch so 2 bis 3 Euro, auch eine Sau. Schöne Karte aus der Legendary Collection 5Ds und wieder bestätigt sich das, was ich schon gesagt habe. Es gibt tatsächlich in der Legendary Collection mittlerweile Karten, die doch den ein oder anderen Euro gehen. Und ich weiß zwar nicht, was so eine 5Ds Legendary Collection mittlerweile kostet. Die war ja zu der Zeit modern, dass ich so wieder eingestiegen bin. Aber ich denke mal, wenn die in den Anschaffungskosten noch halbwegs human ist, dass sich da tatsächlich mal 5, 6 Boxen lohnen würden. Vielleicht mache ich da mal welche auf. Dann haben wir Monstrosität des Weltvermächtnisses. Das ist auch eine coole Karte, gibt auch den einen oder anderen Euro. Dann haben wir das Auge von Timaeus. Tatsächlich nicht mal das Original, sondern den Reprint. Aus Dragons of Legends 3 geht aber auch 3 Euro das Stück. Den möchte ich mir an der Stelle auch rauslegen, weil das ist halt einfach ein Klassiker. Eigentlich eine Retro-Karte, die halt relativ spät auf den Markt gekommen ist. Dann haben wir hier den rotäugigen schwarzen Leuchtturm. Feuerdrache in Super Rare und ja, der geht auch 4-5 Euro in etwa, ist dementsprechend doch recht teuer eigentlich, hätte ich gar nicht gedacht, auch mega cool, den möchte ich mir auch rauslegen. Und das sind jetzt wie gesagt alles so die Highlights. Die anderen Karten sind auch cool, aber halt nicht so teuer, sage ich mal. Vielleicht ist da auch die ein oder andere Karte dabei, die dann Euro oder zwei geht, aber ich habe, wie gesagt, ich weiß ja nicht alles, aber so ähnlich. Dann haben wir Bujin Mikatsushi, der sollte auch so ungefähr 2 Euro gehen. Dann er hier, das ist der super starke Samurai-Flötenspieler. Eine Karte, die sehr unscheinbar aussieht, geht aber auch um die 3 Euro in etwa. Dann haben wir Infernoid Antra, auch ein Euro. So, dann haben wir hier Donnerschlag Himmelswolf, zweimal. Und bei dem ist es so, ich habe hier zwei verschiedene Varianten. Die gibt es einmal in der limitierten Auflage und einmal eben ganz normal aus dem Booster. Aus dem Booster kostet das seltsamerweise 50 Cent, als limitierte Auflage ein Euro. Habt ihr jetzt einfach mal beide mit einem Euro ja, eingerechnet, sage ich mal. So, dann sehr schön aus Secrets of Eternity, Infernoid und Nunku. Ist, glaube ich, in Ultimate Rare die drittteuerste Karte aus dem Set aktuell. Hier in Secret Rare und vor allen Dingen noch unlimitiert geht es halt gar nichts, ein paar Cent, aber es ist einfach eine schöne Booster-Holo hier an der Stelle und tatsächlich auch einer der wenigen Infernoids, die mir richtig gut gefallen, denn ich finde, die meisten Infernoids sind einfach so dermaßen overdesigned. Du bist einfach überfordert. Das Auge ist mit diesem Detailreichtum
überfordert. Trotzdem natürlich Respekt an die Designer für das, was die da geleistet haben. Das, diese ganzen Infernoid-Monster zu designen, das muss ein Mordsaufwand sein. Dann haben wir Bujin Arasuda zweimal. Geht auch ein zwickeltes Stück, also 4 Euro hier insgesamt. Auch sehr schön. Das Wolfsgulf in Gold Rare geht auch den ein oder anderen Euro. Genauso wie der Tegi Kriegswolf. Der liegt auch so bei 1,50 Euro bis 2 Euro. Reißende Wiedergeburt haben wir auch 1 Euro. Das gleiche gilt hier für Grandmark. Der geht, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Dann haben wir Magier der dunklen Illusionen. Ja, etwas ist passiert, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Auch wenn es vielleicht seiner Spielbarkeit geschuldet ist. Und zwar, dass Super Rares aus einem Set, wo Super Rares auch garantiert sind, tatsächlich mal was gehen. Ich dachte eigentlich, dass das eher was für aktuelle Super Rares ist, die halt mal gut sind, wie Mystic Mine oder so. Oder auch Maßregelungen, aber tatsächlich bei der hier auch, die geht auch so um die 3 Euro das Stück aktuell, tatsächlich auch aus dem Megapack 2017, ich denke mal aus dem Originalset wird sie noch einen Ticken mehr gehen. Ich denke mal nicht, dass das ihrer Seltenheit geschuldet ist, weil selten ist die Karte nicht, aber sie wird wohl aktuell wahrscheinlich in Dark Magician's Guard gut spielbar sein. Dann haben wir Draholeko Niederseelendrache, hatte ja nur einen Reprint bisher, erst vor kurzem. Bis dato war das dann eben der einzige Print und dementsprechend geht die Karte natürlich auch noch den ein oder anderen Euro. Und ja, jetzt wird es wieder ein bisschen teurer mit dem Magiebuch des Urteils. Geht auch so 7 bis 8 Euro in Secret Rare. Hier sogar als unlimitierte Variante. Ich glaube, die hat auch einen Reprint bekommen und war davor um einiges teurer. Wenn mich nicht alles täuscht, ich kann mich aber auch irren. Alles in allem trotzdem eine wirklich coole Karte, die wir uns natürlich rauslegen. Und noch ein bisschen teurer wird es hier mit dem Artefakt Heiligtum aus Primal Origin. Als unlimitierte Variante ist aber auch einiges wert, geht so Richtung 10 Euro, kann man sagen. Warum? Keine Ahnung. Okay, das Set ist ein bisschen älter, die Ultra Rare vielleicht auch gar nicht mehr so häufig zu finden, wie jetzt andere Ultra Rares aus moderneren Sets, ist ja klar. Aber vermutlich auch irgendwo spielbar, denke ich jetzt einfach mal. Dann haben wir die Schattenpuppenfusion. Das ist tatsächlich die Secret, die man auf Secrets of Eternity eigentlich nicht ziehen will. Habe ich mir sagen lassen. Und trotzdem geht die halt auch noch 2 Euro in etwa. Auch einfach eine schöne Booster-Holo. Ja, wie man das Design jetzt finden mag, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Hier wird es auch wieder teuer. Wieder Stichpunkt Legendary Collection 5Ds. Der Schwarze Garten in Secret Rare. 10 Euro in etwa. Krasser Preis, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das auch eher für eine Cent-Karte gehalten, denn nichts anderes war die Karte damals, als sie rausgekommen ist. Ja, die lag bei einigen Cent. Keine Ahnung, warum diese Karte auf einmal so hoch im Preis ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ist aber auch eine sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir vom Grab gerufen aus Extreme Force, aus der Special Edition. Da war es ja so, dass allein schon die Secret Rare, die Prismatic Secret Rare aus dem Megapack 2019 einiges geht. Und auch die hier geht noch in etwa 1,50 Euro. Dann haben wir Wandelsteinritter Triver, geht auch in etwa 2 Euro. Dann metaphysische Horus aus Secrets of Eternity in Ultra Rare, kann man auch mit ungefähr 4 Euro einrechnen. Legen wir uns auch mal geschwind raus. Dann haben wir Künstlerkumpel Schädelkrobat Clown. Das ist witzigerweise mein Lieblingskünstlerkumpel. Den haben wir hier aus Pendulum Evolution. Den gibt es, glaube ich, auch aus einem OTS Tournament Pack in Super Rare. Dementsprechend finde ich den Print jetzt ein bisschen, weiß nicht, schade. Aber auch der dürfte so um die 1 Euro gehen. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber predikte ich einfach mal. Dasselbe gilt hier für gefrorener Fitzgerald. Auch bei dem sage ich ungefähr 1 Euro. Dann haben wir Nummer 77, die 7 Sünden. Ja, diese ganzen Spinnenviecher. Wo ich sagen muss, dass das Gold Secret Rare auch ganz gut aussieht. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und die Karte lag witzigerweise mal bei 10 Euro, Leute. 10 Euro ist es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ungefähr 3 Euro wert. Aber das ist auch also ein Preis für eine Karte, die Gold Secret ist und nicht garantiert, beziehungsweise nicht Shortprint war, eigentlich gar nicht schlecht, weil die war jetzt nicht schwer zu ziehen, also die hat man schon ab und zu bekommen. Die lege ich mir natürlich auch gleich raus. Ja, dann natürlich der dunkle Magier des Chaos hier aus den Yugi Legendary Decks. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Karten aus diesen Decks, speziell aus den ersten beiden, doch einen relativ krassen Preisanstieg bekommen haben. Da gibt es doch dieses eine Magiermädchen-ähnliche Vieh, ich weiß es gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, irgendwas mit Auszubildende, bin mir nicht sicher, aber die geht auch 10 Euro. Ist auch nur eine Promo gewesen aus dem Set. Exodia geht, glaube ich, auch ein 10er und also es ist schon richtig hart und auch geschwisterbunt. Und hier eben auch so 1-2 Euro, vermute ich mal. Ein absoluter Klassiker, dunkler Magier des Chaos. Eine günstige Alternative eben für jeden, der
sich das Originalexemplar aus Invasion of Chaos müsste es gewesen sein, nicht leisten kann. Dann haben wir Palladium Oracle Maat aus dem Moviepack. Moviepack-Karten sind im Allgemeinen relativ billig. Eher hier geht ein bisschen was, so 1,50 in etwa, würde ich sagen, maximal 2 Euro. Selbiges gilt für Nachfolge des Weltvermächtnisses, auch zwischen 1 und 2 Euro, eben auch aus der oder aus dem Megapack 2019. Dann richtig cool, Alttraum, Ritterin, Verkörperung Idli, ist tatsächlich meine Lieblings-Secret Rare aus Dark Neostorm. Ich finde, die Karte sieht so morbide und makaber aus und auch hat irgendwie strahlt die so ein bisschen Oldschool-Feeling aus. Es ist halt wieder mal nichts Glattgeschlecktes, nichts Mechatronisches, nichts Autobot-mäßiges, einfach cool und düster. Eigentlich hätte es mehr ein Unterweltler werden sollen, meiner Meinung nach, von Optik und auch vom Attribut her, aber gut, es ist eine Fee. Hier in etwa 2,50 bis 2,70 wert. Dann haben wir Geistertrickengel des Schabernacks, war eine Super Rare aus World Superstars, nicht schwer zu bekommen. Ich persönlich finde ja im Allgemeinen, dass diese ganzen Geistertrickmonster schon allein aufgrund des Backgrounds prädestiniert für Holoprints sind. Schade, dass die meisten Common sind. Also wirklich so als Ultra Rare oder auch Ultimate Rare würden die sich wunderbar eignen. Hat man ja auch beim Schneemann gesehen, ja, oder bei der Laterne und so. Richtig, richtig cool. Aber hier Geistertrickengel des Schabernacks liegt auch in etwa bei 3 Euro. Ja, dann haben wir Taschenbuch der Taschenspielerei, eine relativ billige Secret aus Cybernetic Horizon, trotzdem noch in etwa 1 Euro wert. Dann haben wir Alzai, der silvanische Oberbeschützer, hier aus dem Reprint Pack, dem Mega Pack 2014. Auch der hier geht so um die 3,50 Euro, glaube ich, so in die Richtung geht der. Muss ja gar nicht, dass silvanische Karten überhaupt noch so viel gehen. Dasselbe gilt für Gladiatorengeheuer Nerokius. Ja, hier aus dem Megapack 2015 First, geht auch, glaube ich, so 4 Euro. Der ist auch noch zweimal dabei bei dem anderen Part, der es dann gleich kommt, wenn der zugesendet wird. Da kommt nämlich noch ein paar knackige Sachen dabei und den habe ich auch schon auf den Fotos gesehen. Sehr cool. Vielleicht diesmal dann sogar aus dem Originalset. Dann haben wir Gefahr, Spannung, Geheimnisse. Ich glaube, die war fast nichts wert. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt hier drin habe. Oder war es Monstrositäten? Weiß ich gerade nicht. Gut, dann haben wir Maßregelung. Die geht ja auch so knapp 3 Euro. Da haben wir hier gleich ein ganzes Playset. Ist übrigens auch eine sehr schöne Feindkarte an der Stelle. Aus Dark Neostorm, genauso wie Mystic Mine. Also ich muss schon sagen, in dem Set in Dark Neostorm sind, was Super Rares angeht, doch ganz schön krasse Sachen rausgekommen. Dann haben wir den roten Nova-Drachen aus der Legendary Collection 5Ds. Auch das eine Karte, die man so mit 1,50 Euro berechnen kann. Hier sehr krass, dunkles Magiermädchen aus der CT2. Leider nicht mehr in Nirmin, sonst wäre es eine schöne Bereicherung für die Sammlung gewesen. Die ist exzellent. Die kommt hier in meinen Nebenordner. In meiner privaten Sammlung habe ich die auch schon zu Genüge, in etwas schlechteren Zuständen. Also die private Sammlung ist die Sammlung, die nicht für die Ausstellung gedacht ist. Und ja, da wird sich wahrscheinlich Realistic Yu-Gi-Oh! Freuen, denn der hat mich so sehr supportet über viele, viele Monate hinweg. Ich glaube mittlerweile schon fast ein Jahr, dass ich gesagt habe, ich schicke ihm jetzt da mal einen schönen Stapel an Oldschool-Karten zu. Und da ihm die Zustände nicht so wichtig sind, solange es nicht komplett abgegrabbelt ist, schicke ich ihn hier mit. Aber die geht immer noch 6 Euro, Leute. Ja, 6 Euro, auch in diesem Zustand. Niemand würde sie 10, genau. Da haben wir den letzten fehlenden rotäugigen Lindwurm. Dann haben wir zweimal Scram Grim Tatze des brennenden Abgrunds aus dem Astralpack 7. Leider auch nicht mehr wirklich niemand, aber 1 Euro das Stück geht da schon noch. Dann Exodia, die Verbotene aus PGL 2, geht auch 7 bis 8 Euro. Auch eine mega, mega coole Karte. Und ihr merkt schon, wir haben hier lauter Karten. Die gehen, also wir haben teilweise Karten in der Sammlung, die gehen ein bisschen mehr. So, aber nichts über 20 Euro. Und es ist aber relativ viel davon da. Und es ist auch sehr viel von diesen 2, 3, 4 Euro Karten. Und in der Masse läppert sich das richtig zusammen, Leute. Wenn ihr da ein bisschen mitgerechnet habt mit dem, was ihr schon gesehen habt, werdet ihr schon mitbekommen haben, in welche Richtung das preislich geht. Und das war noch nicht mal der Eisberg, das war nur die Spitze. Und ja, auf jeden Fall Exodia, die Verbotene, mega cool. Dann haben wir Beatrice, Lady of Eterna, geht in etwa 4 Euro. Leider ist das Artwork etwas zu seicht, sage ich mal. Nicht zu schlicht, sondern von der Farbe her einfach nicht kräftig genug, um dem Gold Secret Rare gewachsen zu sein. Deswegen sieht sie halt in Gold Secret eher etwas unscheinbar aus. Ist aber gut spielbar. Der große Magiebuchturm geht auch in Richtung 3 Euro. Angriff der Lichtbrigade in Gold Rare so 1,50. Nummer 11, großes Auge, auch 1 Euro in etwa. Nummer C101, lautlose Ehre Dark.
Aus dem Originalset geht so 3 Euro in der unlimitierten Variante. Den gibt es dann auch noch aus dem Reprint-Set, habe ich den auch noch hier irgendwo drin. Da geht er dann 5 Euro, warum auch immer. Da ist er halt First. Und ja, das ist übrigens auch eine wunderschöne Ultimate Rare. Ist auch eine der ersten Ultimates, die ich gezogen habe damals. Habe ich auch viel gekauft, Legacy of the Valiant. Lege ich natürlich auch raus an der Stelle. Dann Geisterogre und Schneehase, ja, wisst ihr ja auch, geht auch den ein oder anderen Euro, braucht man gar nicht reden. Und ja, Virgil gehört jetzt schon nicht mehr zu den Highlights, das sind jetzt schon wieder normalere Karten. Dann haben wir hier, sehr, sehr cool, und zwar Karakuri Steel Shogun MDL 00X Boraido. Ja, der war damals als Ultimate Rare sehr, sehr, sehr teuer und natürlich, wenn er First war, auch. Und da haben wir hier 3 Stück, Ultra Rare und Unlimitiert, trotzdem im guten Zustand und eine Bereicherung für die Sammlung. Denn ihr wisst, ich sammle nicht nur First, ich sammle beabsichtigt auch einige unlimitierte Exemplare für die Ausstellung, damit eben alles, also die komplette Bandbreite quasi abgedeckt ist. Ja, auch mal um die Frage zu beantworten, warum ich denn unlimitierte Exemplare in meine Sammlung aufnehme, wo ich doch so einen Wert auf meine Sammlung lege und ich sei doch so ein, also habe ich schon des Öfteren mal mitbekommen, ich sei ja so ein krasser Sammler und warum ich dann mich mit so unlimitierten Exemplaren anfreunden könnte und ja, ich weiß nicht, ich finde das immer ganz, ganz seltsam, diese Art zu denken. Ja, dann haben wir hier, gehen wir mal ein bisschen flotter durch, ein paar Bujingis, auch cool, Bujingi Hase geht auch Richtung 1 Euro, ist aber noch nicht ganz da. Dann haben wir den Yamato, der sieht so ein bisschen nach Ami aus, ich mag keinen Ami, ich finde Ami richtig hässlich. Aber ja, die Bujingi sehen gar nicht so furchtbar aus. Ich habe die früher gehasst. Aber mittlerweile muss ich sagen, gefallen mir die ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob Feuerformation Tenki was geht. Kann ich nicht sagen. Vielleicht überblätter ich hier auch gerade eine Menge Geld. Dass er mal so ein Euro oder 2 geht, weil das sind dann auch wieder 3 oder 4. Aber der hat ja erst letztens wieder Reprint bekommen. Und da ging ja eben ein paar Euro. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht so sicher. So, dann nehmen wir uns mal den nächsten Stapel und gucken, was uns da erwartet. Chronomal Sonnenmonolith. Ja, ich finde die Chronomalen sowieso cool. Ich würde es begrüßen, wenn die mal ein paar mehr Holoprints kriegen würden. Oh ja, Jinz. Mega cool. So, Kurivolt. Also ich muss sagen, diese ganz modernen Kuribos finde ich furchtbar. Wobei ich sagen muss, der neue Kuribo, ne, aus dem Adventskalender. Bombe. Den muss ich mir auch noch irgendwo besorgen. Ich will mir nicht den ganzen Adventskalender kaufen, weil die Karten daraus einfach weniger wert sind, als der Adventskalender kostet. Aber ich will diese Karten haben. Ich will diese Karten, muss mir die unbedingt irgendwie besorgen. Genau, hier Zabok, der Megamonarch, auch noch eine coole Karte. Geht auch 3, 4 Euro, vielleicht sogar ein 5er, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auch aus dem Megapack 2015. Ist auch ein Highlight, das man sich mal rauslegen kann. Das kann man sich mal gönnen, das jetzt Gesamtbild zu legen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ältestes Wesen, Nummer 57. Hier immer nochmal die Nummer C101, lautlose Ehre. Dark, die hat leider Gottes hier oben so einen kleinen Punkt, finde ich schade, aber ansonsten, also die ist auf jeden Fall noch niemand, würde ich sagen. Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie gleich exzellent ist. Und die geht eben hier aus dem Reprint-Set fast ein 5er. Also keine Ahnung, wie da diese Preisunterschiede zusammenkommen. Dann Nummer 101, lautlose Ehre. Ark ist auch ein Highlight aus dieser Sendung. Ich habe offensichtlich nicht gut genug sortiert, wie ich sehe. Aus Legacy of the Valiant First geht auch 3 Euro, glaube ich. Ich glaube, 3 müsste gehen. Legen wir uns auch noch raus. Wobei, halt, die lege ich mal dahin. So. Ja, dann haben wir Trickster Holy Angel aus Code of the Duelist. Geht allerdings fast nix. Goyo-Wächter ist das gleiche hier aus der Duelist Genesis. Unlimitiert in einem sehr guten Zustand eigentlich, aber werttechnisch unter fernen Oliven, wie man so schön sagt. Dann haben wir Nummer 85, verrückte Kiste. Gagaga Cowboy, kriegt man auch nochmal einen Euro für in etwa. Zu Baba General. Sternfresser, leider Gottes, zerfressen. Auf jeden Fall richtig durchgekaut hier an der Stelle. Schade eigentlich, der wäre sonst doch ein bisschen was wert gewesen, aber in dem Zustand, ja, vielleicht auch noch 2 Euro oder so. Dann haben wir den Getriebe-Riese X zweimal, lautlose Ehre Arc nochmal als Super Rare, geht glaube ich auch nochmal 1 Euro. Geschwindigkeit zu Royal Terror Kreisel ging damals, also früher 10 Euro das Stück, ist hier ein Playset bei, mittlerweile noch ein paar Cent, aber ihr wisst ja, früher wäre das jetzt wieder gut gewesen. Begrenzer Entferner, für mich ein Highlight. Geht zwar nichts aus PSV, ist aber in einem relativ guten Zustand. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir Himmelsiris zweimal. Das weiß ich jetzt nicht, ob dir was geht. Die war mal, glaube ich, relativ beliebt aus dem OTS Tournament Pack 3. Aber wie es jetzt aussieht, keine Ahnung. Dann haben wir Tauchfeger Aero High Träger aus, oh Gott, Generations Force, kann das sein? Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Was war denn GENF nochmal? Ist doch Generations Force gewesen sein, oder? Ach ja, ich meine Abkürzungen.
Dann eine Karte, die ich absolut am Abfeiern bin. Nummer XX, Utopische Finsternis Unendlichkeit. Eine unglaublich schöne Karte. Passt auch vom Krieger her. Ist einfach wie so eine Art Ritter. Ich finde das mega cool. Also ich finde das Artwork mega nice. Aber ist halt auch nichts wert, wie man so schön sagt. So, dann haben wir den nächsten Stapel. Karakuri Shangun Nummer 00 Burai. Haben wir auch, glaube ich, dreimal hier drin. Majestätischer Sternendrache geht auch Richtung 1 Euro. Ist aber noch nicht ganz angekommen. Ja, dann haben wir hier ein bisschen Getriebekram. Netzwerkfallgruppe auch schön. Das Flames of Destruction. Das Ultra Rare geht aber auch nichts. Pendel Paradoxen. Secret aus Extreme Force. Unlimitiert. Sehr schöne Karte. Empfehle ich auch jedem, der seine Sammlung optisch aufwerten will. Das ist so eine richtig schöne Secret Rare. Und die ist auch total billig. Also die kriegt man wirklich für wenig, wenig Geld. Ich glaube, Grand Soul, der Elementarherrscher, der könnte noch was gehen aus Flames of Destruction. Wenn mich nicht alles täuscht, wird auch 1 Euro oder so. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen, ich bin mir aber nicht sicher. Also wenn das jetzt falsch ist, dann tut es mir leid. Legendäre Ritter Hermos, die gehen alle nix außer einer. Genau, und zwar der hier. Aber auch nicht in Ultras, sondern in Secret Rare. Der geht, glaube ich, 2-3 Euro. Die anderen sind so gesehen vom Wert her jetzt nicht besonders hoch. Orientdrache, auch eine schöne Karte aus der Legendary Collection. Genauso wie natürlich der Schwarze Rosendrache. Das war, deswegen ist die Legendary Collection auch so beliebt gewesen, wegen den Promos. Das sind diese ganzen Karten, diese ikonischen Karten, wie eben der Schwarze Rosendrache, die konnten da relativ easy bekommen werden. Dann Nordischer Wolf, Fenrir, auch eine coole Karte. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Maglords, Timelords, alles mega cool, was man da drin so zieht. Dann haben wir Spiegelkraftwerfer, das war ja die Super Rare aus Cybernetic Horizon. In der Tinbox 2019 ein Reprint als Rare bekommen. Ich finde sie als Rare sogar besser als Super Rare. Weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie, dass das schön ist. Majestätischer Tornado, da weiß ich jetzt nicht, ob dir was wert ist. Könnte sein. Meine Spenster waren ja mal ziemlich böse, habe ich mal gehört, ne? Dann haben wir den kolossalen Kämpfer, Edelstein, Aufwertung. Also wir haben lauter coolen Kram hier, auch magischer Android, finde ich mega cool. Chaoskönig, Erzunterwälder. Kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, was oder ob der was wert ist, aber ich glaube eher wenig. Aber der war früher auf jeden Fall einiges wert. Auch mega cool. Das Gute und das Böse des brennenden Abgrunds aus Secrets of Eternity geht so um die 50 Cent. Da gibt es auch eine limitierte Auflage von, die dann wieder in Euro geht. Ich weiß nicht, warum aus diesen Sets, speziell aus Secrets of Eternity, die limitierten Auflagen mehr gehen als die Originalkarten aus dem Booster. Ich weiß auch gar nicht, woher die eigentlich kommen. Die können ja nicht alle aus der Special Edition sein. Dann haben wir den Schweigsamen Magier Level 4. Der könnte vielleicht auch noch in Euro gehen aus NTR. Bodenlose Fallgrube, Schnellzieh-Synchron, ja, eine der ikonischsten Synchronkarten überhaupt. Dann haben wir hier ein bisschen BA-Stuff. Jetzt nicht die Welt. Nummer 39 Utopia. Utopia Strahl V finde ich ja sowieso nice. Auch aus dem OCG in Ghost Rare. Mega cool. Nummer 21. Ja, also das sind so ein paar random Sachen. Buch des Mondes auch so eine 50 Cent Karte. Ja. Was haben wir denn noch alles da? Schauen wir mal. Okay. Dann haben wir. Könnte sein, dass das hier jetzt Karten sind, die wir vorher schon mal gesehen haben in der anderen Box, weil ich habe da, glaube ich, ein bisschen was vermischt. Ihr müsst wissen, zwischen der letzten Box und dieser hier sind ungefähr 5 Stunden vergangen, weil mir so dermaßen der Hintern wehgetan hat, um es mal hier Butter bei den Fischen zu geben, dass ich einfach nicht weitermachen konnte. Wir hatten den dunklen Magier, ja, voll überladen mit dem Gold Secret, ne? Also ich muss sagen, der hat schon mal bessere Zeiten gesehen, was das ganze Artwork und das ganze Grading angeht, so, also vom Grad der Rarität her. Gischki Kette war früher mal viel wert, als sie rauskam. Mittlerweile natürlich auch nichts mehr. Sind aber schöne Sachen mit dabei, muss man schon sagen. Weihnachtssonderwäldler. Eine Karte, die ich unglaublich liebe und die bisher eigentlich fast in dem Adventskalender, den ich gesehen habe, drin war. Auch im letzten jetzt. Nur diesmal nicht dabei. Macht aber nichts. Ich finde die Kuriro-Sache eigentlich ganz okay. Also die besten Karten aus diesem Kuribo-Adventskalender sind tatsächlich Kuriborn und eben die Nummer 24 und vielleicht auch der normale Kuribo-Upgrade auf Ultra-Rare. Dann haben wir Geisterungeheuer und Winterkirschblüte. Meine Lieblings-Handtrap in Ultra-Rare. Nichts wert, aber trotzdem mega cool. Totemvogel, genau. Hier nordische Schlange, Jongmungard. Den Namen kann doch kein Mensch aussprechen. Dann sehr schön Ex-Kodiersprecher. Eine schöne Ultra-Rare. Aus Extreme Force war auch das Covermonster, über das haben sich alle beschwert, war auf der Matte drauf. Nee, so hässlich. Ich finde das überhaupt nicht hässlich. Ich persönlich muss sogar sagen, ich mag das Monster wirklich sehr, sehr gerne. Also finde ich cool, dass das dabei ist. Nichts wert, aber cool, dass es dabei ist. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Finde ich auch cool, dass hier ein bisschen Hidden Arsenal-Zeug dabei ist. Ich glaube, Feinstellerin im Emelio geht auch noch 1 Euro oder 2. Könnte sein, glaube ich, irgendwie in Erinnerung zu haben. Und ja, hier aus der Tin 2019 aus dem Megapack Crusadia Equimax. War, glaube ich, als er rauskam, 1 Euro wert oder so. Mittlerweile nichts mehr, nur noch ein paar Cent.
Aber ihr seid ja Profis, ja? Wenn ihr eine Karte seht, die ich überblätter und die vielleicht ein Euro oder zwei wert ist, schreibt es doch mal in die Kommentare oder in den Live-Chat, damit ich da dann am Ende vielleicht, ja, nochmal meine Rechnungen revidieren kann. Jurangedo war damals im Duelist Pack Revivals of the Pharaoh die teuerste Karte mit ungefähr 8 Euro. Ja, Illumi-Ritter finde ich auch cool aus der CT. Leider nichts wert, aber was will man machen? Ist halt einfach eine schöne Sammlerkarte. Wobei halt teilweise auch die ganz alten CT-Promos nichts wert sind. Also die CT-Sachen, die sind wirklich böse im Preis gesunken. Also außer dem dunklen Magiermädchen jetzt und vielleicht auch noch Exarion Universum und so. Die gehen schon den einen oder anderen Euro, aber halt so andere Sachen, die sind halt einfach sportbillig, obwohl die uralt sind, noch gar nicht mehr so einfach herzukriegen sind in einem guten Zustand. Punktlandung aus Cybernetic Horizon, ja, konnte auch keiner mehr sehen. Die hat man so oft gezogen, die Secret. Damals wieder so ein paar garantierte Holos gehabt. Buntäugige Fusion, Silvanische Engelsprosse, mein Gott, das war noch Zeiten, ey. Da habe ich so gerade wieder angefangen gehabt in der Zeit. Das waren so die ersten Monate. Hier, Ader über dem brennenden Land, ein so wunderschönes Artwork, Leute, ohne Witz. Das ist einfach so böse schön. Ich mag diese ganzen Laval-Karten sowieso ganz gerne. Und allein diese Hidden Arsenal-Sets, da waren auch so, so schöne Karten dabei. Hier Laval-Kette und wie sie alle hießen. Also das waren schon echt coole Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Damals nochmal zweimal den Terrorkreisel, nochmal ein paar Bujingi, Bruderschaft der Feuerfaust, hier nochmal ein Yamato. Also das sind schon coole Sachen. Den finde ich auch cool. Feenritter in Guna, falls das so ausgesprochen wird. Sehr, sehr schönes Artwork. Inwiefern da jetzt was geht, weiß ich an dieser Stelle leider nicht. Dann haben wir die Robe des Magiers. Ich glaube, die war auch vielleicht ein Euro wert oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Und das ist cool. Finsterer Ausrottungshexenmeister. Nichts wert, aber die in Nirmend zu finden. In Nirmend, Leute. Das ist so schwer. Das ist unglaublich schwer. Diese Karte in Sammlung ist normalerweise immer im Arsch. Außer hier. Hier ist sie ganz gut dran. Hier unten hat sie ein bisschen einen Ditch, aber sonst eigentlich im Top-Zustand. Dann haben wir nochmal Burai. Die Cosmo-Schwebetruppen. Genau, ein bisschen Cosmo-Stuff. Sieht auch in Gold Secret schön aus. Gibt es tatsächlich ein paar Karten, die in der Rarität gut aussehen. Landwalker, dann die Good Witch, leider auch nichts wert. Feiglöwe, den finde ich jetzt nicht so prickelnd. Okay, dann machen wir mal weiter. Gucken wir mal, was wir noch so alles haben. Ich sehe von hier aus schon etwas, das noch ein bisschen was wert sein könnte. Wir haben jetzt hier Nummer 10 Illumi-Ritter aus dem Booster. First aus Photon Shockwave. Bedauerlicherweise, wie bereits gesagt, nicht die Welt wert. Gibt es in dem Set auch noch was Ultimate Rare, da geht er dann wahrscheinlich den einen oder anderen Euro. Als Ultra Rare allerdings leider nicht da. Ist preistechnisch wirklich tote Hose. Und ihr seht schon das alles, Leute, für so wenig Geld. Das ist einfach der Wahnsinn. Also das ist einfach der pure Wahnsinn. Und wie gesagt, es ist nicht so, als hätte ich ihn jetzt über den Tisch gezogen. Ich habe ihm gesagt, pass auf, die Sammlung ist wesentlich mehr wert, aber der wollte das einfach nur weghaben. Ja. Dann haben wir hier Künstlerkumpel Affeboard, ist verboten, hier jetzt aus dem Outer Tournament Pack 1. Vielleicht geht die noch den ein oder anderen Euro, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist eine relativ moderne Karte. Die ist zwar ein bisschen seltener als andere Super Rares, aber es ist nicht so selten, dass da ein großer Preis draus entstehen würde. Vielleicht in einigen Jahren mal, aber ja, die ist halt auch aufgrund der Tatsache, dass sie ja banned ist, nicht spielbar. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die besonders viel geht. 50 Cent vielleicht, mit viel Glück, einen Euro. So, jetzt kommen wir zum letzten Stapel. Na, komm her. So, und da haben wir wieder was, das geht ein bisschen was. Und zwar haben wir hier ein Placed Iron Wall, die geht in etwa 2 Euro das Stück. Da haben wir hier wieder 6 Euro in der Hand sozusagen. Dann haben wir Nikros Kaleidoskop. Er dürfte auch, glaube ich, ein bisschen was gehen. Der verdorbene Dracho Kythos Niederseelendrache. Ja, dann der Obsidian Joe, geht auch 1,50 Euro. Armada ist auch 1 Euro in etwa. Also es sind schon einige Karten dabei, wo dann doch ein bisschen was bei rumkommt. Sehr coole Sache, Defusion weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob da ein bisschen was bei rumkommt. Hier haben wir nochmal einen Geisterschnitter, nochmal ein bisschen BA-Stuff. Der war früher mal viel wert, der war in Gold Rare früher mal so 5-6 Euro wert, in Ultra Rare noch mehr. Aber das ist jetzt nicht mehr so, der geht nur noch ein paar Cent. Einfach weil er wahrscheinlich nicht mehr spielbar ist, keine Ahnung, Relevanz verloren. Ja, was haben wir denn dann noch? Perion ist auch eine coole Karte. Hier, ein CXIs Comic-Held, Legende Arthus. Geht zwar nix, es gibt aber keinen Reprint dieser Karte, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die vielleicht irgendwann mal ein bisschen was wert ist, gar nicht mal so schlecht ist. Aus Number Hunters, ich finde sie mega cool. Ich finde Number Hunters ist sowieso ein episches Set mit coolen Karten.
Und ja, ich glaube, hier absoluter König Düsenjack war auch mal ein bisschen was wert. War nicht die Welt, aber ein bisschen was. Dann war nochmal den Handschuhwerfer aus dem Megapack. Bujintei Tsukuyomi, den wir vorher auch in Ultimate Rare hatten. Hier jetzt in Ultra Rare, geht dementsprechend natürlich noch ein bisschen weniger, also fast gar nichts. Ein Pendel halt. Und Nummer 105, unermüdlicher Boxer Star Cestus. So, an der Stelle muss ich jetzt wohl warten, bis der Rest von der Sammlung ankommt. Ihr werdet hier einen kurzen Cut sehen und dann machen wir weiter. Weiter geht's mit dem letzten Teil unseres großartigen Openings. Und ja, gucken wir, was drin ist. Ich weiß es natürlich, ich habe es auf den Bildern gesehen, ist für mich kein großes Geheimnis mehr, aber für euch wird es wahrscheinlich relativ interessant. Gut, also wir haben Getrebria Sinal, die verräterischen Schwerter aus LOB, die eigentlich gar nicht so schlecht vom Zustand wären, wenn die Oberfläche nicht so zerstört wäre. Also die Oberfläche sehr zerkratzt, sehr schmutzig. Auch hinten gut zu sehen, bedauerlicherweise alles andere als Nierment, also allein schon aufgrund der Oberfläche würde ich sagen Plate. Und dann haben wir das schwarze Loch nochmal aus den Legendary Hero Decks, Vampir Kaminsensor nochmal, Getrebria Sinal, Kontator, Kamen, Lehrer der Eitelkeit aus The Secret Forces war damals auch ein bisschen was wert. Dann haben wir hier Bebende Spiegelkraft, zweimal First aus Breakers of Shadow. Geht das Stück so in etwa 1,70 Euro. Kann man mal rauslegen, einfach weil es auch eine coole Spiegelkraft ist. Ich mag im Prinzip die moderneren Spiegelkräfte, also alles nach der finsteren Spiegelkraft nicht wirklich, abgesehen von der bebenden. Die sieht tatsächlich noch cool aus. So, dann haben wir hier eine Kamen, Book of Moon in Gold Rare, glaube ich 50 Cent. Buch des Mondes in Kamen, Dimensionsgefängnis. Valhalla, sehr cool aus dem Premium Pack, auch eine schöne Karte. Ja, hier ist halt alles so ein bisschen vermischt, was die Raritäten angeht. Ja, dann haben wir hier zwei mystische Raum-Taifune, was das die Mehrzahl ist, aus dem Yu-Gi-Oh! Structure Deck 2013, beziehungsweise eben aus der Reihe. Staples halt. Nochmal in Kamen, nochmal in Platinum Rare aus, dem Noble Knight Deck damals. War übrigens auch mein allererstes Opening, dieses Deck. Gibt es mittlerweile nicht mehr, habe ich schon längst gelöscht. Nochmal den Kaminsensor, teuflische Kette, Doppelbeschwörung tatsächlich. Zweimal war damals eine sehr teure Kamin, ging auch so 1,70 in etwa. Jetzt aktuell aber glaube ich nicht mehr, ist auch aus einem... Nee, gar nicht mal so modern, seit einmal aus WGAT und einmal aus SDGR. Und dann eben noch Magier des schwarzen Chaos Max aus der Tinbox 2019, aus der Megatin, dem wohl beliebtesten Produkt des Jahres. Gut, kommen wir zum nächsten Stapel, beziehungsweise zum zweiten Teil desselben Stapels. Da haben wir kein dunkler Herrscher mehr. Dark Ruler No More, der geht auch so, ich glaube, 1,70 bis 2 Euro in etwa. Den können wir uns mal rauslegen als Highlight. Dann haben wir den Blau gegen alternativen ultimativen Drachen. Ein paar Mal, 5 Mal an der Zahl. Sehr cool. Den Neo-Kaiser-Gleiter, also hier halt eben die Promos, Obelisk ein paar Mal, den geflügelten Drachen von Ra. Slifer, der Himmelsdrache, der könnte übrigens ein bisschen was wert werden in den nächsten Jahren, wenn er in diesem Artwork nicht mehr gereprintet wird. In diesem Prismatic Secret Rare gibt es ihn im Übrigen, abgesehen jetzt eben von den Tinboxen, nur auf Koreanisch. Und da ist er richtig viel wert, habe ich auch ein paar Sets von denen. Also im Allgemeinen das ganze Set von denen aus Korea in Prismatic Secret Rare. Dann haben wir Albtraumritter Greif, auch cool. Die Meerjungfrau, den Cerberus, Galaxieaugen Sonneneruptionsdrache, hat auch einen schönen Upgrade bekommen. Nochmal den Albtraumritter, Trickster, Bella Madonna. Ja, Bella Madonna gehört jetzt zu den Tricksters, die ich nicht so prickelnd finde, auch wegen den Haaren hier hinten, also die finde ich echt furchtbar. Cybers Hexe, die finde ich mega cool. Ich fand auch den Cybers Magier schön, hat mich so ein bisschen sad gemacht, dass sie bloß als Rare rausgekommen ist. Jetzt haben wir hier aber den Upgrade auf Super Rare, gefällt mir sehr gut. Ja, Himmelsjäger Märchen Witwenanker, geht auch nochmal in etwa 1 Euro, würde ich sagen. Dann haben wir Kreuzen, die Super Rare, die ich nur einmal aus dem ganzen Case gezogen habe. Ja, böse Super Rare. Dann haben wir Feierlicher Schlag, der geht glaube ich noch so aus Breakers of Shadow First. Niemand 6, 7 Euro schätze ich mal, vielleicht auch 8. Ihr werdet es ja eingeblendet bekommen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight. Entkleiden wir die Karte mal und ja, sehr, sehr schön. War wirklich eine sehr gehypte Karte damals. Die Karte, die man ziehen wollte aus Breakers of Shadows, ist für mich natürlich ein absolutes Highlight. Dann haben wir hier den Albtraumritter Einhorn, auch das ist ein Highlight. Die Karte geht in etwa 3 Euro aus dem Set. Die Secret aus dem Originalset geht natürlich noch einen Ticken mehr. Dann ein weiteres Highlight.
natürlich auch wieder in der Hülle, ist Aschenblüte und Freudiger Frühling, die so in etwa, ja, 4,50 Euro bis 5 Euro wert ist hier aus Dual Power. So, dann haben wir den Hundemann und dann geht's auch direkt weiter mit Nibiru, das Urwesen. Ja, der ist für knackige 8 Euro in etwa zu haben, jetzt nicht, weil er selten ist. Die Karte ist, wie gesagt, in dem Probopack dabei gewesen. Jetzt nicht immer garantiert, schon optional, aber man hat ihn, wenn man sich ein paar Boxen besorgt hat, natürlich gezogen. Ich selbst habe aus dem Case, glaube ich, auch 4 oder 5 Stück bekommen. Und der ist halt gerade momentan offensichtlich relativ spielstark. Legen wir uns den auch mal raus. So, dann haben wir den Gefahr-Donnervogel. Der ist jetzt, glaube ich, nicht so wertvoll gewesen, aber der ging, glaube ich, auch 1 oder 2 Euro. Mehr wird das nicht gewesen sein. Ist für mich allerdings auch ein Highlight. Die Danger-Karten sind sowieso mega cool. Dasselbe gilt natürlich hier auch für die Nessie. Es reißt halt einfach nicht ab. Auch hier haben wir so 3-4 Euro an Wert. Sehr, sehr cool, die Karte. War mit Gefahr Bigfoot, glaube ich, einer der ersten beiden Gefahrkarten überhaupt. Sehr, sehr schön. Allerdings finde ich sie tatsächlich auch in Ultra Rare schöner als Secret Rare. Dann haben wir Gefahr Einsatzteam, Cyber Drehsystem. Dann haben wir wieder Gefahr Wolpertinger. Die geht in etwa 12 Euro, ist die teuerste Karte aus der Tinbox 2019, zumindest zum Zeitpunkt, als die Karte released wurde. Da ging sie auch noch ein bisschen mehr, da ging sie 14 Euro. Wie es jetzt aussieht, weiß ich aktuell nicht mit den restlichen Karten. Vielleicht wurde sie von irgendeiner überholt. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Den Wolpertinger legen wir mal auch da oben hin, der gehört ja da dazu. So, dann haben wir noch zweimal Nibiru, also wieder ja 16 Euro zusammen. Mega kranker Scheiß. Dann, und ihr seht, es reißt nicht ab. Ne, jetzt haben wir hier nochmal den Dark Ruler No More, der wieder mit 1,70 bis 2 Euro zu Buche schlägt. Und so zieht sich das auch durch den Rest des Openings. Also es sind wirklich schöne Sachen mit dabei. Wir haben jetzt noch ein paar Commons gehabt. Die legen wir uns mal zur Seite. Machen mal hier weiter mit der ersten Hälfte. Da haben wir den blutsaugenden Koala, der endlich mal ein Holoprint bekommen hat. Sehr schön, eine Hülle. Seelenlast war früher recht teuer, natürlich auch aus dem originalen Dragons of Legends, wahrscheinlich noch ein paar Euro wert hier aus Dragons of Legends 3, nicht viel, 70 Cent oder so. Goldsarkophag, auch cool. Himmelsjäger Manöver Nachbrenner war ja auch eine Secret Rare damals aus dem Set, in dem sie eben rausgekommen ist. Ja, wir haben jetzt eben so ein paar random Sachen aus der Tinbox. Ibli finde ich auch mega cool, war damals eine sehr gehypte Secret Rare. Das war die, die jeder haben wollte. Hier, Donnervogel Falke ist auch wieder eine der Karten, die so als Highlight gelten für mich. Die geht auch so 4-5 Euro, also auch nicht unbedingt die günstigste Karte aus der Sammlung. F-Art, oh Gott, Tagesanbruch, Dragster, ja. Ich mag die F-Art-Karten im Allgemeinen nicht. Donnerdrachen Titan zweimal geht auch so 70 Cent oder so. Ist jetzt nicht so wertlos, sage ich mal, aber auch nicht so wertvoll. Auch die Secret Rare war absolut bezahlbar damals, als sie rauskam. Ich glaube, in Soul Fusion war das. Ja, in Soul Fusion. Aber es ist ein cooler Donnerdrache. Komm, die legen wir doch einfach mal raus. Sind wir mal so großzügig. Dann Palladium Orakel Mana. Das Gegenstück zu Palladium Orakel Mahat. Auch cool. Dimensionsshifter. Und ja, da haben wir natürlich noch zweimal Raigeki. Geht auch 2 Euro das Stück. Ebenfalls Prismatic Secret Rare. Raigeki geht immer den ein oder anderen Euro. Das kann man gar nicht verhindern. Und dann kümmern wir uns hier um die zweite Hälfte des zweiten Stapels. Da haben wir den rotäugigen Zombie-Drachen, der zwar nicht mehr wirklich niemand ist, aber dafür, dass es ein rotäugiger Zombie-Drache ist, tatsächlich in einem guten Zustand ist, denn die Karte findet man tatsächlich, wie viele Structure- und Starter-Deck-Karten der damaligen Zeit, relativ selten in einem guten Zustand. Ja, Teuflische Kette war damals auch eine coole Kamen. Dann Kalibala de Wut-Drache, da weiß ich jetzt gerade nicht, was er geht, der kommt ja aus diesem Rocket-Structure-Deck, sehr, sehr cool. Hier 4 Kaliber Drache, auch eine coole Karte, also die ist wirklich echt schön design. Und das hier, Leute, ist der schönste Raketendrache, den ich kenne. Das ist der Silberraketendrache, auch mit violetten Flügeln, und da passt das Artwork einfach, das ist komplett stimmig. Keine der anderen Raketendrachen, keiner der anderen Rockets sieht auch nur ansatzweise so schön aus wie diese Karte. Wirklich Props an den Designer, ohne Witz. Zero Day Sprenger. Dann haben wir hier wieder ein paar Commons, wahrscheinlich auch den Rest des Rocket Decks. Hier an der Stelle, ja,
mit was geht's weiter? Irgendwelche Gutscheine. Dann haben wir hier Crusadia Equimax, auch gut, oder Equimax, wie man auch immer den aussprechen möchte. Crusadia Sparta. Mhm. Ah, okay, Gladys. Und dann haben wir hier noch ein Playset. Gladiator-Ungeheuer Noxius. Ich glaube, da geht einer 30 Cent. Also die nähern sich zu dritt auch, ja, dem einen Euro. Dann kommen wir zum letzten Stapel. Da haben wir Getriebe-Aufbohrer. Dann haben wir da ein bisschen Kleinkram, ein paar Cummins. Schauen wir mal. Ja, roter Neustart, auch eine recht coole Karte gewesen. Nochmal Zero-Day-Sprenger. Das Deck hat er sich wohl zweimal gekauft, so wie es aussieht. Dann ja, hier Gladiator-Ungeheuer Bestiari. Ist jetzt vom Zustand her leider nicht mehr so gut. Wäre er Niermin, würde sie so um die 5 Euro gehen. Die ist jetzt gut, würde ich sagen. Ja, gut bis lightly played. Also ich würde sagen, so 2,50, 3 Euro kann man die auch noch nehmen. Legen wir uns ebenfalls raus. Und dann kommen wir hier zum letzten Teil des letzten Parts dieses Openings. Ich es liebe, wenn Motorräder und andere laute Autos an meinem Haus vorbeifahren. Also nochmal. Wir haben Gladiator Beast Necrocius. Zweimal. Oh, einmal hier like Darth Maul in der Mitte zerteilt. Aber einmal Niermin geht er dann auch so um die, was waren es? Ich glaube 4,50 Euro. Sowas in der Richtung. Also den legen wir uns raus, aber auch nur den hier mal nicht. Dann haben wir noch Gizarus zweimal. Anabata oder Andabata, mein absolutes Lieblingsgladiator-Ungeheuer, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann den Zähmer Editor dreimal. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Da. Ja, das war's gewesen mit dem Opening. Aber wir kommen jetzt noch zum Fazit. So Leute, im Zuge dieses Fazits werde ich euch den Preis nennen, den ich bezahlt habe und den diese Sammlung wohl insgesamt hat. Hier habe ich jetzt mal bloß ein paar Karten rausgesucht, die so ein bisschen highlightmäßig unterwegs sind. Und die sollen eigentlich nur mal veranschaulichen, wie krass das eigentlich ist, was hier dabei war. Hier waren zwar keine 50, 60 Euro Karten dabei, aber hier waren viele Karten dabei, die mal 2, 3, 5 oder auch 10 Euro gingen. Und das zusammengerechnet in dieser Masse, in der sie dabei waren, das ergibt einfach einen unschlagbaren Preis. Auch im Verhältnis zu dem, was ich natürlich bezahlt habe. Ihr wisst, ich bin kein gewinnorientierter Mensch. Ich will niemanden abziehen. Ich möchte eigentlich immer fair bezahlen. Aber auch ich darf mich doch mal über einen guten Deal freuen. Und so einen hatten wir hier. Und ich will es einfach nur mal ein bisschen veranschaulichen. Ja, was wir hier zum Beispiel hatten. Hier, Finstere Rebellions Xyz-Drache First Niermint 18 Euro. Wolpertinger 12 Euro. Schwarzer Garten geht auch auf die 10 zu. Hier Ritt der Walküren als Playset, auch jeweils 10 Euro. Hier diese ganzen Ultis gehen auch so zwischen 4 und 6 Euro, je nachdem. Die ganzen Immortals hier, ja, allein schon der Chachu Chulua, falls das ausgesprochen wird, als Playset, ja, oder ist ein H, geht einer von denen ungefähr 6 Euro, ja, haben wir auch schon wieder 18 Euro. Die ganzen anderen Immortals, die gehen auch zwischen 2,50 und 4 Euro. Hier Slifer geht auch 6 Euro. Alaister der Beschwörer ist bei 7. Galaxion Seiferdrache ist bei 7. Schwarzflügel Panzermeister ist bei 6. Und so zieht sich das hier durch. Das sind alles Karten, die gehen einige Euro. Ja, Nibiru hier 8 Euro das Stück. Das sind 24 Euro das Playset. Auge von Timaeus aus Dark Revelation, genau, aus Dragons of Legends 3, auch 3 Euro das Stück. Hier Idli, auch mega cool. Nochmal das Auge. Hier ist so viel Kram drin gewesen, der einfach in dieser Masse, in der er vorhanden war, einen unschlagbaren Preis generiert hat im Verhältnis zu dem, was ich jetzt hier eigentlich bezahlt habe. Und das ist natürlich das, was ihr wissen wollt. Ja, was ist diese Sammlung in etwa wert? Ihr müsst wissen, während ich diese Sammlung berechnet habe, habe ich immer nur die Karten berechnet, die ich auch rausgelegt habe. Alles andere, was ich einfach weggeskippt habe, was hier an der Seite liegt, ist da noch gar nicht bei. Und ich denke mal, da kann man dann für diese ganzen Karten nochmal 30, 40 Euro um draufrechnen. Da waren auch einige Karten dabei, die mal so 30, 50, 70 Cent gingen. Auch Feuerformation Tanky geht 1 Euro. Habe ich zum Beispiel gar nicht bewertet, habe ich jetzt im Nachhinein mal geschaut, da waren auch einige dabei.
Und die Sammlung oder der Wert der Sammlung, der beläuft sich auf sage und schreibe 430 Euro. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was ich bezahlt habe. Ich habe vorher gesagt, ihr sollt es in die Kommentare schreiben, bevor wir zu dieser Stelle kommen oder eben hier in den Live-Chat nebenan. Und es sind, jetzt haltet euch fest, 50 Euro. Ja, ich habe nur 50 Euro für diese Collection bezahlt. Und es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, der hat keine Ahnung, den ziehe ich jetzt über den Tisch. Nein, ich habe zu ihm gesagt, pass auf, die Karten sind mehr wert, die Sammlung ist mehr wert. Ja, die ist viel, viel, viel mehr wert. Das wusste ich schon, als ich die Bilder gesehen habe. Ich wusste nicht, dass sie so viel wert ist, aber ich wusste auf jeden Fall, dass sie mehr wert ist als 50 Euro. Und er hat gesagt, ja, das macht nichts. Er will sie halt einfach weghaben. Ja, aus den Füßen oder aus den Augen oder irgendwie so hat er das formuliert. Und dafür will er halt noch ein bisschen Geld haben. Und das bekommt er jetzt. Die 50 Euro werden dann überwiesen. Also er hat mir jetzt die Ware zuerst geschickt. Und ja, einfach mega, mega sahnig. Er ist glücklich, ich bin glücklich. Keiner wurde über den Tisch gezogen. Und es ist ein sauberer, einvernehmlicher Deal, der mich mega glücklich macht, dass ich hier auch mal ein bisschen ja, was für mein Geld bekommen habe, sage ich mal. Und ihn natürlich glücklich macht, dass er ein bisschen Geld für etwas bekommt, was er gar nicht mehr haben möchte. Ja, so sieht's aus. Und wir? Wir sehen uns zu einem weiteren Mega-Opening. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.